Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt die Mathilde. Wir spielen 7 Days to Die und rennen jetzt nochmal über die Brücke zu dem Häuschen, wo wir waren. Und danach wird exzessiv Holz gehackt. Weil wir müssen uns ja demnächst verteidigen, das ist ja bei Tag 7. Und wenn wir gerade unterwegs sind, ich baue mir gerade nochmal einen Reservebogen. Falls der Compound-Bogen nicht mehr mitmacht. So. Ah. Genau, jetzt läufst du vor. Hast Licht angemacht? Wieso soll ich vorlaufen? Weil ich mir das Häuschen nicht blockiert habe. Ach so. Du hattest das doch blockiert. Das war doch ein Nest, Mist. Ich hab's gerade nicht so gesehen im Licht. Ich hatte gerade so, ach, Autoreifen, weiter. War doch kein Autoreifen, verdammt. Also mit dem Keller warst du nicht fertig, ne? Nein, nein. Und ich war ja... Ansatzweise. Und ich war ja oben nicht fertig. Ich habe mir ja gerade oben den Weg durch Stacheldraht und durch eine Falle gekloppt. Ja, ich hatte auch in den Keller nur einmal reingeschaut, habe dann gesehen, oh, es ist fast 20 Uhr. Ja. Mehr habe ich auch nicht geschafft. Gut, dann haben wir ja auch was vor. So, für ja, die jetzt fragen, ist es noch weit, gucke ich mal auf die Karte. Ja, es ist noch weit. Deswegen sind wir auch extra früh aufgebrochen. Richtig. Keuch. Keuch. Ein bisschen wieder gehen. Was ist das? Mal kurz gucken. Nee, das war's nicht. Wir mussten jetzt eigentlich diesem Weg fast bis zum Ende folgen. Ja. Bis wieder das Schild ist, radioaktiv verseucht. Genau. Und irgendwo auf dem Weg. Oh, geil, der Wolf liegt noch hier. Wie geil. Cool. Ich hatte ja gestern hier einen Wolf angegriffen und der liegt tatsächlich noch da. Geile Sache. Das ist, geile cool. Sache. Der hat mich fast getötet, dieser Wolf. Da müssen wir eigentlich nur die Straße hier runter, ne? Genau. Ah, Zombie, fahr mal rechts. Ich geh mal weiter. Pass auf, hinter dir ist ein Zombie. Ja, ja. Und den Reservebogen ziehen wir hier schon mal rein. Hier machen wir uns gleich ein paar Pfeilchen. Zack, und weiter. Das erste Fahrzeug, was man bauen kann, ist ein Fahrrad, ne? Ja, und ich kann tatsächlich auch schon ein Fahrrad bauen. Jetzt bräuchten wir nur noch die ganzen Bestandteile dafür. Cool. Machen wir so eine Biker-Gang. Also so eine Fahrrad-Bike-Gang. Wie hieß dieser Film? Die BMX-Gang oder ja, so? Ja, mit Nicole Kidman. Die erste große genau. Rolle in den 80er Jahren. Da hat sie noch eine Mimik im Gesicht gehabt. Da war sie noch nicht tot gebotoxt. Aber das ist zwischenzeitlich mal besser geworden. Ja? Hm. Da hast du wohl vergessen, eine Botox-Sitzung zu machen. So, hier war der Eingang. Stimmt. Du gehst in den Keller, ich geh wieder hoch. Jo, Knüppel. Für schnelle Reaktionen. Kann natürlich sein, dass sie wieder hier spawnen, ne? Oder gespawnt sind. Ja, ja, deswegen. Du hast schon welche gefunden, ne? Ja, ich glaube, ich schaue mich auch erst nochmal hier oben fertig um, bevor ich in den Keller weiter. Ah, ich habe. Hopp! Hi! Eine Schüssel. Lecker, trübes Wasser. Mülleimer. Oh! Schießpulver. Ach, der ist zur anderen Tür rein. Na gut. Oh, es geht noch eine Etage höher, oder was? Jo. Ich gucke erstmal die Etage fertig. Zappel Philipp.
Oh, hier oben ist noch was. Oh, da kommt ja eine ganze Parade. Von aus dem Keller oder was? Ja, also drei. Das ist aber eine kleine Parade. So, Zwischenetage fertig. Jetzt geht es nach oben. Arschloch. In welche Richtung geht's jetzt? Ich kenne immer den Fluchtweg. Oh! Das ist eine gute Idee mit Fluchtweg. Da kamen gerade drei raus. Zwischen. Zack. Jetzt hängt ihr am Stacheldraht, ihr kleinen Biester. Nee, doch nicht. Oh, ich hab den... doch irgendwo den gesehen. Puh. Nee, dicke. Oh. Den hab ich nicht gesehen. Oh. Achtung, die kommen von oben runter. Scheiße. Also einer ist wieder runtergefallen. Oh, jetzt hat die Stripperin mich überrascht. Das ist aber voll dir. Stripperin hat was fallen lassen. Das ist cool. Ah, ich sehe dich gerade, wo du kämpfst. Ups, muss mich kurz ducken. Nice. Die hat richtig was zu futtern dabei gehabt. Das ist nicht schlecht. So. Dann wieder runter. Ich muss wieder hoch. Sieht hier nach einem Kohlelager aus. Ich hab das Schlafzimmer gefunden. Oh. Meine Güte, was ist denn das für ein Kohle? Der ist ein gigantisch. So. Ja, hackt euch da mal durch. Kann ich durchschießen? Nee. Gar nicht wissen, wie viele Zombies wir schon platt gemacht haben in dieser Hütte. Na, Klamotten. Goldene Schüssel. Goldene Schüssel? Naja, scheiß aus. So, ich dachte, das war jetzt wirklich golden. So. Denk, bist du jetzt im Keller? Ich bin im Keller. Da sehe ich gerade eine runterfallen. Danke. Eine weiße, dickere. Also im weißen Nachthemd. Aha. Die läuft da rum. Nicht, dass du dich wunderst, du. Die springen hier nämlich aus dem E, gehen nämlich immer runter. Oh, Bullseye da hinten. Und da haben wir auch Mr. Cool. Und ich bin weg. Und der fällt runter. Der nächste. Willst du auch runter? Nein. Mach mal Tür zu. Kommst du wieder her? Hallo. Ich will dich hauen.
Triff mich nicht. Ich finde das nicht cool, wenn du mich triffst. Oh, da ist die Dicke. Hast du? Ein Koffer mit einem Eisenrohr. Was für ein Müll. Das war eine Dicke. Meine Gott, hast du gespickt. Die sieht ja aus wie ein Schlappenschwein. Hier gibt's richtige Räume, wo sie sich verstecken, die Schweine. So, ich bin durch den Keller sogar durch. Es kann sein, dass, wie gesagt, ein paar Zombies... Ja, ich bin hier, als wenn ich die Kette finde. Hier ist nämlich mit Stacheldraht gesperrt. Ein einzelner Raum mit nichts drinne. Geht's da noch höher? Irgendwo höre ich noch Zombies. Ja. Oh, hier geht's auch wieder runter. Oh, hier richtig so Marmorgravuren hier. Und es geht noch höher. Ich bin jetzt unterm Dach. Okay. Und da werden bestimmt wieder Zombies rumlungern. Ja, zwei sehe ich gleich. Drei. Ja, ich suche mir gerade ein dickes Video. Der Gegenstand muss repariert werden. Raus. So, geht's zur Treppe. Ja, ist ein bisschen verworren der Weg, du. Erste Etage hast du soweit durchsucht wahrscheinlich. Naja. Da ist viel kaputt und wie gesagt, da lungern überall noch Zombies rum. So, wo geht's denn hier weiter hin? Da geht's weiter nach oben. Mist, der war daneben. Ah! Ah! Was ist los? Der Boden ist unter mir eingekracht! Ja, vorsichtig. Alles hier tricky. Na, hier ist doch wieder ein Zombie drin. Nee, doch nicht. Voll, jetzt bin ich hier voll in so einem Scheißraum eingesperrt. Ich will mich hier aushacken. Okay, da sind Zombies. Ich hoffe, jetzt kommt. Nee, das Fiese war, dass ich hier auf Dings gefallen bin, auf Spitzen. Ah, die sind ja überall, ne? Ja, der Punkt ist noch. Oh, ich bin in die Etage runtergefallen. Das war ungewollt, da war ja auch ein Loch. Aber ich hoffe, es kommt vielleicht nur kein Zombie auf mich draufgehüpft. Wie komme ich jetzt wieder weiter? Wo war denn das? Durchs Schlafzimmer? Dann durchs Klo? Jetzt sind sie natürlich auch runtergesprungen. Haha! Komme ich da wieder lang? Oh, ist da was durch? Nee. Ging's hier weiter? Hä? Ich muss ja auch so rum. Hi Leute! Ja, drei habe ich irgendwie leider, die sind mir hinterher. Das war aus Versehen. Ich wollte jetzt nicht hier. Ach, scheiße, zwei sind noch da oben. Ich dachte, oben wäre es leer, jetzt ist es aber doch nicht so leer. So, noch ein Biker. Der hält natürlich ein bisschen aus.
Aua! Du, Biker, du! Schieß dir in die Fresse! Ja, weil hier ist so seitlich so ein Loch noch drinne. Es ist nicht so kaputt, es ist einfach so gewollt. Keine Ahnung, ohne Geländer. Wer immer sowas baut, ist nicht ganz dicht im Kopf. Oh, wo bist du? Geht's denn weiter noch hin? Ah, ein dicker Tourist, aua, der hat mich gehauen, ich bin aua. Muss mich verbinden, du Sackratte. Ah, der kackt hier beim Gehen rum, oder was? Du dicke Sau, du bist hier der Endgegner in diesem Haus, ne? Wär's gerne. Dreimal schon einen dicken Hals geschossen. Oh, hallo! Hi, da kommt was. Achtung, hier nicht links runterfallen, ne? Links und rechts ist Loch, du. Ja. Na, das steht gleich wieder auf. Guck mal, wie schön ich einen schönen Hals geschossen habe. Hm. Juhu, meine Pfeile. Jo, ey. Keine XP gekriegt, was soll der Scheiß? Ich auch nicht. So ein fetter. Und der liegt im Weg hier. Oh. Ja, der liegt wirklich mal im Weg. Hier im Seitenfach ist wieder nichts. Oben ist auch wieder nichts. Boah, hier richtig Computer, Schaltzentrale. Meine Kommandozentrale, ey. Waffen, Rucksack. Eine Schrot, ein Jagdgewehr, ein bisschen Munition. Ups, das ist eine falsche Waffe. Yay, was ist denn Plastik? Pistole. Oh, Silbernuggets und Rohdiamant. Und hier oben liegt auch noch was drauf. Bin voll. Munition. Hier geht's aufs Dach. Ich guck da nochmal kurz nach. Nö. Hätte sein können, dass hier was ist. Satellitenschüssel. Oh, hier die Satellitenanlage. Ich bin auch überladen. Was kriegt man? Kann ich, Glas kann raus. Ja, Glas Bonke. Kann raus. Hast du Munition? Ja. Habe ich nämlich auch. Damit wir wieder reingehen, können wir ein bisschen was stacken. Ich wollte mal gucken, wenn ich so eine Schüssel ausnehme, was ich da kriege. Ja, also ich habe 7 und 9 mm. 9 packe ich in die Kiste. Und habe ich hier schon reingepackt in den Waffenspec. Ja, toll. Habe ich den Scheiß. Bist immer noch überladen, ja? Nein. Toll, aber ich... Ja. Ich habe jetzt 2 Slots frei. Ja, ich habe jetzt 5 immer noch belegt. Dann kannst du mir 2 wenigstens... Also 3 könnte ich machen, wenn ich noch was in meinen schnell... Ja, jetzt bin ich halt überladen. So. Die Schüssel auseinandernehmen. Für die Schüssel gibt es Electrical Parts. Bisschen Plastik. Aber es gibt immer Electrical Parts irgendwie. 8 Electrical Parts und 2 Plastik aus einer Schüssel. Nicht schlecht. Plastik ist gut. Das brauchen wir für Reifen. Gibt's da so? Mach schon mal vorsichtig meinen Weg wieder nach unten. Nichts. Ja, ich würde auch runtergehen. Oh, hier ist noch ein Schalter. Gibt's da was? Ja, gibt's auch ein bisschen was. Jetzt scheint das Haus zu sein. Oh, warte, hier. Die Jalousie. Oh! Habe ich gesagt, hier ist es ruhig? Was gibt's? Hier ist noch ein Skaterboy gewesen. Ja, die laufen überall noch rum da. Ist ja ein paar runtergefallen, 3 Stück vorhin. Also es könnte noch mehr sein als nur ein Skaterboy. Der Skaterboy ist bis jetzt der einzige, der mir hier noch begegnet ist. Oh, hier bin ich ja vorhin runtergefallen, da gab es ja kein Aua weh. Ein Abkürzen.
Hier ist ein Ausgang. Also manchmal gibt es auch andere Sachen. Also so, ich habe gerade so ein Gitter gehabt. Wenn du das zerkloppt hast, da könnte auch was hinter sein. Also hier sind echt viele Geheimräume. Ich glaube, ich mache doch einen kleinen Umweg nach Hause und gehe in dieser in Häkchen alten Basis mal vorbei. Ja, du bist ja nicht überladen. Wohl, warte mal, ich komme mit, weil ich, wenn ich Plastik habe oder Munition, ja, kann Plastik ich, kannst du mir gerne geben. Nee, ich meine, das kann ich ja dann selber tragen. Nee, aber ich habe jetzt 11 Plastik. Warte. Hier, ach, da bist du. Schmeiß ich dir raus. Scrap, also Polymer hier, ne? Ja. Brauchst du noch ein Militäroberteil? Ich habe so eine Weste. Willst du behalten, ja? Weste habe ich an. Ja, aber so zum Tragen würde ich ein Militäroberteil nehmen. Da habe ich ja noch meinen Pflanzenfaser-Klamotten. Ja. Und Stoff kann auch weg. Dann bin ich eigentlich schon mit der Munition überladen. Das kann doch nicht so schwer sein. Oh, hier die Pfeile so, könnte ich noch verbasteln vielleicht. Warte, auch frei. Was wolltest du nochmal machen? Zu dieser in Häkchen alten Basis. Ah ja, alte Basis. Weil da hatten wir, also war ja nie wirklich Basis, aber wir haben da Sachen hinterlegt. Oh, Kaninchen. Follow the rabbit! Ah, hast du erwischt. Also man kann ihm wieder hinterherlaufen, ne? Ja, sind nicht mehr schneller als man selber. Lass ich mal wieder vorlaufen. Hey, hier sind coole Felsen. Hm. Passt so schön wie im Harz. Ja, da könnte man nämlich auf diesen Felsen so Sachen verbinden, so die Felsen verbinden so. Aber die werden ja kaputtgeschlagen, leider. Ich versuche jetzt auch wirklich ein bisschen Tempo zu machen, damit wir noch ein bisschen Holz hacken können. Stein zu Hause. Ja. Ja gut, Stein können wir auch in der Nacht kloppen, in unserer kleinen Schlucht da. Ja gut, aber wir haben ja nicht so viel, ja, okay, ja, das geht auch. Meine nur zur Not, so, ne? Aber Bäume können wir nicht kloppen. Ah, Zombies links. Ist das da vorne unser Haus schon, ne? Nein. Wir sind schon alleine, wir sind auf der falschen Seite des Sees. Ja, ja, das war doch, meine ich doch. Bisschen weiter weg. Also eigentlich kommen wir erst an unserer Basis quasi vorbei, nein, oder? Nein, wir gehen nördlich rum. Okay. In den See. Weil diese in Häkchen alte Basis, die war ja wirklich von unserem Haus. Nee. Mit Fahrrad fahren. Ich find's cool, dass es ein Fahrrad gibt. Ich find's auch lustig. Das wäre ja auch in jeder Zombie-Apokalypse eigentlich das Beste. Es ist leise, du bist recht schnell. Ja. Du brauchst kein Benzin. Richtig. Es war noch nie in einem Zombie-Film, oder? Dass da, dass die Leute mit dem Fahrrad unterwegs waren? Ich glaube nicht. Wenn ihr einen kennt, dann sagt es uns bitte. Ja, schreibt es mal in die Kommentare, aber mir fällt jetzt keiner ein. Ob der Film gut ist oder nicht, aber ich würde ihn mir auf jeden Fall anschauen, auch wenn er schlecht ist. Wegen ich schaue ja auch mal schlecht. Alleine wegen des Fahrrads. Ey, gerade mal in Europa. Ich denke mal, in Holland gibt es ja mehr Fahrräder als Menschen. Ne, ist ja wirklich, glaube ich, so. Durch die Zombies! Und in Deutschland kannst du ja auch sagen, hat ja jeder quasi ein Fahrrad. Klar. Ach
Also an Fahrrädern mangelt's nicht. Mm-mm. Es ist jetzt nur sehr wahrscheinlich, dass in dem Haus wieder Zombies sind. Naja, wahrscheinlich. Hoffentlich ist da kein Bär. Dann gibt es viel Fleisch. Wenn er uns nicht tötet. Genau. Ach, du hechelst. Ich kann ja laufen. Dafür, ich hechel schon wieder, dann kann ich ein bisschen langsamer gehen. So. Dieses war es. Wollen wir mal gucken. Alles leer, 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 leer. Ich glaube, das hatten wir oben irgendwie hingepackt. Sicher, dass das das war? Ja. Stimmt, die Tür ist unten auf. Und es ist alles leer. Oh. Leer? Ach, Scheibe. Oh. Was denn? Ach, meine Maus ist alle. Ah, und Compound Momento. Level 1. Hm. War es schon mal besser als das hier, nehme ich mal weg. Damage 25, 29. Dann zerlege ich den Bogen. Nimm einfach mal alles. Alles. So, dann kann ich meinen eisernen Knüppel mal modifizieren. Modify und dann packen wir mal die rote Farbe dazu. Zack. Schließend habe ich einen roten Knüppel. So, Maus am Ladegerät, juhu! So, bis auf hier so ein lila Oberteil, was du glaube ich nicht haben willst, ist hier oben alles leer und ich bin voll. Ich kann dir gerne ein bisschen was abnehmen. Ach, ob ich jetzt, ich war ja vorher auch schon überfüllt, also ob ich jetzt voll bin oder voll, das ist eigentlich egal. Ab nach Hause! Oh, mich am Benzinfass mit, cool. Ist ja nicht weit weg. Ich kann bloß jetzt nicht so schnell laufen wie vorher. Leben müssten wir eigentlich eine ganze Menge haben. Ne, so viel ist es nicht. Ja, dann müssen wir nämlich auch Leben buddeln. Ja, ich habe noch keine Lebensstelle so gefunden. Ja, die Erde einfach. Ich habe eine Lebensstelle. Ja. Alles gut. Ah, da mich jemand angeschrieben hat bei Steam, kann ich jetzt nicht sehen, wie lange die Aufnahme schon geht. Weil sonst würde ich sagen, können wir auch einen Break machen, wenn wir jetzt einfach, ja, nur Holz hacken. Wobei ich mir vorstellen könnte, dass die Leute sehen wollen, wie wir Holz hacken. Das ist ja das Spannendste am ganzen Spiel. Das ist der Hauptteil des Spiels. Ja, so ein bisschen Preparing. Stein meintest du ja auch mal ganz gut, oder? Ja, Stein hatte ich eigentlich dabei. 132 Stein habe ich. Das ist nicht viel Stein. Ja, aber das können wir... Allein für eine Schmiede brauchen wir irgendwie 100 Steine. Ja, aber das kann man in der Nacht kloppen. Ich meine ja nur, das kannst du ja am Tag würde ich das, ja, kannst das auch machen, klar. Du kannst auch Steine hacken, also. Guck mal kurz, wie viel Steine so eine Schmiede braucht. Ich kann auch diese Steine erstmal für die Schmiede opfern. Ah ne, 50 braucht's nur. Siehst du, dann haben wir die 50 doch schon. Yay, wir sind zu Hause. Du, ich noch nicht. Ich fang schon mal an zu buddeln. Buddel aber nicht in der Nähe des Hauses. Ja, die buddeln das schon, die buddeln das dann weiter. Ach gut, mittlerweile können sie ja hüpfen, ne? Mhm. Vielleicht buddeln sie dann weniger. Machen sie weniger die Gräben kaputt. Buddel ich im See. Hm. Buddel mal am See. Weil wir müssen ja auch noch Pflastersteine machen. Ja. Morgen ist schon Tag 7.
Jo. Ah, ich bring doch erst noch Zeug zurück, sonst bin ich so schnell geladen. Oh, da ist eine weiße Frau. Oh, du machst das schon. Bin voll. So. Ja, munitionsmäßig, ja. Jagdgewehr haben wir 33 Schuss, Pistole. Meine Güte. 99. Es gibt jetzt auch andere Kugeln, so Stahlkugeln. Ja, Stahlkugeln. Da haben wir 31. Full Metal Jacket. Nochmal eine Schrot. Jagdgewehr. Noch eine Pistole. Ah, es gibt keine Pistolenteile mehr, fällt mir gerade auf. Die Waffen sind ja komplett fertig. Wir müssen ja keine Waffen mehr bauen. Richtig. Oh, fällt mir das früher auf. Ja. Früher musste man ja echt die Teile sammeln. Hat aber auch ein bisschen Spaß gemacht, dass man die Waffen immer ein bisschen besser machen konnte. Naja, hat man halt jetzt nicht mehr. Gibt Schlimmeres. Das stimmt. So, ich will mich jetzt auch nicht zu sehr entladen. Das kostet Zeit. Zeit ist gerade wichtig. Ja. Hätte ich denn die Silbertrage ziehen? Den Goldschrank. Ja. Sag einfach, das ist jetzt der Goldschrank. Was? Guckst mich an und sagst, Geh ja weg, du! Ich komm ja nicht hinterher! Alter, das haben wir noch gar nicht gehabt hier. Ich hab nicht damit gerechnet, dass du hinter mir stehst. Ja, ja, ja. Alter. Da haben die, Alter, die einfach. Frech. Einfach nur frech. So. So, dann mal schnell raus, ein bisschen Holz hacken. Jetzt seht ihr die Action. Das Coolste von diesem ganzen Spiel. Da-da-da-da-da. Wobei, es gibt ja viele Let's Player, die machen nichts anderes außer Holz hacken. Und die Leute gucken's, also. Also hier zum Beispiel, ich will den Namen nicht sagen, aber der bekannteste YouTuber ever. Der spielt ja The Forest sehr häufig und der labert einfach immer und hackt nebenbei Holz und die Leute gucken. Vielleicht labert er einfach interessante Dinge. Ja, der labert nur interessante Dinge. Der hat ja auch viel erlebt und weiß viel, ne? Da kann man mal viel erzählen. Was lernen wir daraus? Viel erzählen. Das ist nicht interessant. Ich bin nicht interessant. Nein, nein, nein. Doch. Keiner. Für mich bist du interessant. Keiner hat mich lieb. Ich hab dich sehr lieb und die Katze hat dich auch. Nee, die pennt, ja. Kann mich gar nicht lieb haben, wenn die Katze pennt. Wieso kann sie dich nicht lieb haben, wenn sie pennt? Wenn sie pennt. Vielleicht träumt sie von dir? Die träumt davon, wie ich ihr Futter gebe, wahrscheinlich. Oder Krimis. Ja, ihre Süßigkeiten. Oder wie du sie knuddelst. Ich glaube, so die Katze träumt von einer Badewanne voller voller Leckerlis. Die Menschen. Stell mir das gerade so bildlich vor, die Katze in so einer Badewanne gefüllt mit Dreamies. Ja. Wie sie da fröhlich durch die Gegend hüpft. Ja, Dreamies! Also Dreamies sind so kleine Leckerlis für Katzen. Und unsere Katze fährt da voll drauf ab. Ich glaube, die haben sogar so eine Werbung, wo eine Katze irgendwie wirklich durch eine Wand rennt, um an ihre Dreamies zu kommen. Und nein, das ist gefühlt nicht übertrieben. Durch eine Wand? Ja. Musst du mir mal zeigen. Kenne ich gar nicht. Ich gucke ja kein Fernsehen. Und das ist recht keine Werbung. Also beim Fernsehen habe ich es auch nicht gesehen. Ich habe es nur mal tatsächlich bei YouTube als Werbung gesehen. Cool. Ich habe jetzt erstmal genügend Lehm. Jetzt wird noch ein bisschen... Ja, Holzhacken, Holzhacken, Holz. Ich will ja unser Ding da oben fertig ausbauen. Zumindest erstmal die Frames hinpacken. Ja, Frames hinpacken und einmal ausbauen, denke ich mal. Oder? Ja, das ist einfach, wie viel Holz ich dann noch habe. Nee, ich kann dir ja helfen. Holz, Holz, Holz.
dann müssen wir auch noch mehr Fallen bauen, ne? Ja, ja. Deswegen, also Tag 7 wird ausschließlich Vorbereitung für die Nacht sein. Ja. Och Mensch, trink doch mal ein Wasserchen. Ja, warum trinkst du denn noch kein Wasserchen? Es ist wichtig, hydriert zu bleiben. Oh, damit die Ausdauer wieder steigt. Oh, wo ich mich gerade drüber lustig mache. Was denn? Ich muss auch was trinken. Hahaha. Ja, trink doch mal was. Trink doch was. So, nächsten Bäumchen. Ich hau sie alle um. Werkzeug reparieren. Repair. Baumfeld. So, weiter. Ein, zwei Bäumchen kriege ich noch. Aha. Eins. Und dann noch die Saat setzen. Ja, die Saat setzen, ja klar. Und dann schnell rein. Ja, vielleicht wird der zweite Baum doch knapp. Hin. Einzige Minuten. Los, diesen Baum will ich noch. Zwölf. Elf. Zehn. Neun. Acht. Gut. Baum satt. Da. Pflanzen. Nebenbei schon mal nach Hause gehen. So. Go, 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 go. Was ist denn? Go, 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 go. Ja, ich hab's noch nicht ganz geschafft. Bin aber gleich da. Knüppel ziehen, falls ein Zombie kommt. Den roten Knüppel. Und ich bin da. Sehr schön. So. Alle Frames wieder einsammeln. Schreierin! Ach du Jemini. Die brauche ich jetzt gar nicht. Oh, gut. Kurz warten. Ja, es gibt Verstärkung von der Straße. Noch eine Kreischerin und ein anderer Typ. Nicht getroffen. Ah, diese Tussi. Ich treffe sie nicht. Genau, renn in die Falle. Ist daneben. Schon mal so ein kleines Warm-up für die Nacht der Nächte. Ja. Oh, da kommen noch mehr. Gibt's nicht. Headshot. Oh, er steht wieder auf. Nochmal ein Headshot. Reicht's jetzt mal hier? Ich geh mal auf die andere Seite. Kabel! Ah. Ah, runter. Na. Hier unten irgendwo. Der hackt schon den Frames kaputt. Ah, das ist Krankenschwester. Hallo, Schwester. Das ist mein Haus. Bleib liegen, es ist besser für dich. Komm bloß jetzt nicht mehr an die Pfeile ran. Ja. So, du setzt die Frames und ja, du kannst ja schon mal die Balustrade überall weghauen. Die Balustrade überall, jo, kann ich mal machen. So, da war es nochmal spannend. Ich würde es trotzdem jetzt sagen, wir beenden jetzt dieses Video. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal ein Like da oder einen Kommentar. Ansonsten, ja, irgendwas wollte ich noch sagen. Ja, wenn ihr uns beim Holzhacken sehen wollt, dann schreibt es in die Kommentare. Wir machen für euch ein Holzhacken-Spezial-Video zur Not. Ja, das kommt direkt zu diesem Wort. Genau, wir machen einfach nächste Tag das Holzhacken-Spezial. Holzhacken-Spezial, auch ein schöner Titel. Ja, also haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.